Tessa, sie gehört zu den 20%, wo die herkömmliche Logopädie nicht zum Erfolg geführt hat. Tessa ist 11 und lebt seit sie klein ist im Kanton Zürich. Und sie hat nur einen Wunsch gehabt, einfach nicht mehr zu stottern. Die andere hat so gesagt, dass sie im Fernsehen gesehen hat, dass Stottern eine schlimme und ansteckende Krankheit ist. So hat Tessa noch bis vor einem halben Jahr geredet. Sie war 4, als sie anfing zu stottern. Aber erst in der Schule wurde es schlimm. Ich habe mich immer ausgeschlossen gefühlt, traurig, immer so einsam, ganz alleine und so. Ich gehöre nicht dazu. 6 Jahre lang ging Tessa regelmäßig 1 bis 2 Mal pro Woche in die Therapie. Das Stottern aber hörte nicht auf. Und die letzte Logopädin sagte zu ihr und ihrer Mutter, dass das nicht heilbar ist, dass sie das ganze Leben stottern wird. Und die Idee ist von den Stunden ist, dass sie lernt, weiche Ansätze, dass sie, falls sie hängen bleibt in ein Wort, dass sie lernt, damit umzugehen und dass sie rauskommt. Dass es flüssiger wird, das Stottern. Ich wollte nicht, das besser zu können. Ich wollte es lernen, es wegzuhaben. Ein Hund kann keine süßen Sachen essen. In der Hoffnung auf eine Lösung suchten Mutter und Tochter einen Spezialisten auf. Jedoch. Er hat gesagt, nein. Wie die Behandlung bis jetzt stattfindet, das ist die richtige. Er hatte auch mit der Logopädin das besprochen und einfach weiter so machen. Dass es doch auch nach Jahren noch geht, Stottern loszuwerden, erfuhr die Familie zufällig aus einer Kindersendung. Dort wurde von einer Therapie in Deutschland erzählt, die das möglich macht. Nick, Lenny und die anderen haben große Fortschritte gemacht. Das Stottern ist weg. Ich rede halt generell mehr und das macht mir auch Spaß. Ich fühle mich jetzt ziemlich geheilt. Für Tessa war sofort klar, da will sie hin. Das Stotterzentrum liegt abgelegen im Westerwald, gegründet vor 30 Jahren von der Logopädin Sabine Schütz. Zu ihr kommen Kinder wie Tessa, die lange und stark stottern, trotz langjähriger logopädischer Therapie. Ich bin Lena Schulze. Ich beachte, dass ich einfach schon frei sprechen kann, ohne hängen zu bleiben. Diesen Kindern verspricht Sabine Schütz, dass sie ihr Stottern loswerden, wenn sie bereit sind, mindestens 1 Jahr vollen Einsatz dafür zu bringen. Wir führen eine sehr intensive Therapie durch, die sich über 24 Tage hinwegzieht, mit 8 Stunden Sprechtherapie, reine Sprechtherapie pro Tag. Und das alte Sprechmuster muss ersetzt werden durch ein neues, was dann eben aber auch greift und eine Sprechsicherheit herstellen kann. Na, bist du bereit? Nach der Intensivtherapie trifft sich Tessas Gruppe 1 Jahr lang regelmäßig alle paar Wochen. Wie kommt man denn zum normalen Sprechen? Was muss man dafür tun? Also schon wirklich Power geben. Mhm. Man soll nicht pushen. Mhm. Jeden Tag Mappe, also dreimal täglich Mappe machen. Also die Übungen alle machen? Die Übungen alle. Mhm. Es klappt alles gut beim Mappe machen, Telefontraining. Wie fühlt sich denn Sprechsicherheit an? Einfach ganz fest, also so viel. So viel, ja. Ja. Die Logopädin hat den Kindern verschiedene Sprechweisen beigebracht. Wozu, erklärt David. Wenn man sich halt nicht sicher fühlt, kann man zurückkehren in die 3. Sprechweise. Und dann ist man halt wieder sicherer im Sprechen. Kannst du das jetzt mir mal vormachen, weil ich mir das so schlecht vorstellen kann? Ja, also ich kann das jetzt halt vorführen und das klingt jetzt halt so ungefähr. Auch Koordination und Schulung der Motorik sind Teil des Konzepts, die falsch verankerten Sprechmuster im Gehirn neu zu organisieren.
Spüre den samtigen Wind. Und die Kinder lernen, sich tief zu entspannen und richtig und tief zu atmen. Seit ein paar Jahren leitet Sabine Schütz das Stotterzentrum gemeinsam mit ihrer Tochter. Die beiden haben strenge Aufnahmekriterien. Sie nehmen nur Kinder mit hohem Leidensdruck und großem Einsatzwillen. Wir haben eben diese Kriterien, um denen zu helfen, die wirklich bereit sind, den ganzen Weg dann zu gehen. Sowohl hier vor Ort mit mindestens 8 Stunden Sprechtraining pro Tag und eben auch zu Hause mit einem doch sehr zeitaufwendigen Übungsprogramm jeden Tag. Das schafft man nicht und hält es nicht durch, wenn man nicht die große Eigenmotivation dazu hat. Die harte Arbeit lohnt sich offenbar. So wie Tessa haben hier alle Kinder der Gruppe bereits in wenigen Monaten zu einer stotterfreien Sprache gefunden. Wir bekommen ja Katzenbabys. Was? Ja. Wie süß. Und wie heißen die? Kira und Mira. Oh. Ja, Anja Blechschmidt, das sind schon verblüffende Resultate. Ihre Reaktion, die Sie den Beitrag zuerst mal gesehen haben? Ich verstand das gut. Das sind verblüffende Resultate, weil wir die Sprechflüssigkeit der Kinder jetzt auch sehen. Und wir sehen hier ein gutes Beispiel für die Methodenvielfalt, die in der Stottertherapie herrscht.